kam nämlich der Teil, wo der gute Sänger immer einsingt. Nämlich eine Etage drüber. So, hier geht's weiter. Wir kommen jetzt immer näher dem Raum, wo der Sänger alles einsingt. Und zwar hier. Ganz, ganz unspektakulär. Ich eigentlich. Also hier verbringe ich eigentlich mehrere Stunden und singe irgendwie alle Sachen ein und habe hier immer meinen Text. Ich singe übrigens dann immer den Chor, beziehungsweise eigentlich sind wir den Chor und ich die Hauptstimme. Ja, ist klar. Nee, also die Jungs können ja gar nicht singen, muss man dazu sagen. Und nee, aber hier verbringe ich echt die meiste Zeit und sehe dann quasi die Leute da drüben und hier nehmen wir immer alles auf. Wenn die Jungs also unten fleißig waren, dann habe ich hier oben richtig zu tun und ackere alle Songs durch und mach den ganzen Chorgesang und das alles mach ich eigentlich immer hier oben. So, und ihr kommt jetzt mal mit, wir zeigen euch jetzt nochmal die Tür, hinter der wir unsere Nächte verbringen. Und zwar ist das genau hier. Ja, da ist unsere Studiowohnung, wo wir immer wohnen, die Studiozeit über. Ich glaube, die zeigen wir lieber nicht, weil... Die zeigen wir mal, wenn wir mal wieder eine Putzkolonne durchgeschickt haben. Ja, also es ist sehr, sehr unaufgeräumt. Und auf jeden Fall... Ja, verbringen wir unsere ganzen Nächte hier. Und lassen das übrigens, also wir versuchen auch gerade ein bisschen zu renovieren und so weiter. Und können dann eigentlich quasi morgens direkt zum Aufnehmen, machen wir selten. Aber auf jeden Fall liegt es halt sehr, sehr günstig und